tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Vediamo insieme le notizie di oggi. The Farfagans, cortometraggio italiano con effetti in 3D della durata di 5 minuti, racconta la storia di piccole creature venute dallo spazio e in un mese ha raccolto 10.000 contatti su YouTube, oltre a recensioni ottimistiche sui portali di cinema italiani ed esteri. Si tratta di un prodotto raro nel panorama del cinema breve italiano per via del massiccio utilizzo della computer grafica, seppure nella cornice di limitate risorse economiche. Uscirà il 2 aprile Gamer, un thriller ambientato nel futuro e diretto da Mark Neveldine e Brian Traylor. Il protagonista, interpretato da Gerard Butler, è un condannato a morte divenuto un'icona della cultura pop tramite un reality. Milioni di telespettatori accendono la TV per seguire il macabro spettacolo di centinaia di detenuti intenti a lottare tra di loro all'interno di un gioco online chiamato Slayers. La sua missione sarà quella di sbaragliare gli avversari e mettere fine a questo gioco al massacro. Il libro della Genesi della Bibbia potrebbe essere trasposto al cinema in un'edizione esclusiva in 3D. La produzione farebbe capo a Cary Grant, che aspetta il via libera per conto della Paramount Pictures. Il budget spazierà tra i 30 e i 50 milioni di dollari, cifra irrisoria se pensiamo al potenziale del film, ma i produttori hanno lasciato capire che il libro della Genesi non sarà un film blockbuster, ma qualcosa per le famiglie veramente religiose. Sarà davvero così? Vi lascio con il trailer di oggi. Wenn Sie zu Tolstois Privatsekretär würden, wäre das ein großes Geschenk für Sie. Es war die Chance seines Lebens. Ich sehe einen stattlichen jungen Mann vor mir. Danke, Frau Gräfin. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Oh. Gesundheit, mein Freund. Ich niese mitunter, wenn ich nervös werde. Den größten Schriftsteller Russlands kennenzulernen. Ich glaube, er ist einer der Propheten. Gott spricht durch ihn. Kein Wunder, dass ich mich einsam fühle. Ich bin von Schwachsinnigen umgeben. Wir legen hier keinen Wert auf Förmlichkeiten, wie Sie vielleicht bemerkt haben. In Ihrem Alter hat er im Kaukasus herumgeruht. Er konnte gar nicht genug davon kriegen. Noch etwas Konfitüre? Gern, danke. Das Leben war das größte Abenteuer. Wenn ich nicht arbeiten kann und wenn ich keinen Frieden finde, dann sollte ich gehen. Geh dahin, es dir gefällt! Gräfin! Mein Rücken! Sie lagen auf einer Gabel. Setzen Sie sich auf, dann wird es Ihnen gleich besser gehen. Es war ein Sommer voller Liebe. Tolstoi heißt sexuelle Beziehungen nicht gut. Er verachtet sie sogar. Du bist noch immer mein großer Hahn. Das wäre kein Problem für mich. Ich lebe vegetarisch. Zölibatär. Geschlechtsverkehr. Wie Männer und Frauen oder Tiere ihre Körperteile zusammenbringen, das ist mir wirklich gleichgültig. Du bist noch Jungfrau? Oh, na, Gesundheit. Vom Regisseur von Ein Sommernachtstraum und Tage wie dieser. Ich liebe dich, Mascha. In diesem Augenblick wussten wir beide, dass wir für immer zusammen sein würden. Ihr Verhalten ist äußerst besorgniserregend. Wenn ich eine Frau wie Sie hätte, dann hätte ich mir schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt. Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul Giamatti und James McAvoy. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich wurde auf diesem Sofa geboren. Bleiben Sie sitzen. Ein russischer Sommer. Valentin sagt, du wärst eine sehr talentierte Lehrerin. Weswegen bist du jetzt wieder nervös? Demnächst im Kino. E per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata.